eine prompte und eindeutige Reaktion des Bundesjustizministers ins Studio gekommen ist Erhard Schärfer, unser Berlin-Korrespondent, der in der Sommerpause der politischen, das politische Geschehen hier beobachtet. Das war nicht vorgesehen im Kalender und es wird wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende sein, denn jetzt wird gesagt, das ist das Bauernopfer, der Generalbundesanwalt. Aber es gibt ja auch noch andere Mitspieler. Klar gibt es noch andere Mitspieler, jede Menge sogar. Und zwei Minister sind immer auch noch nicht aus der Schusslinie, sind die Minister Maas und auch de Maizière. Bei Heiko Maas, so schlüssig das auf den ersten Blick auch klingt, was er da gesagt hat, wird sich sicher auch in den nächsten Wochen noch fragen lassen müssen, warum er nicht früher reagiert hat. Denn der Vorgang ist ja zumindest seit Ende Mai bekannt im Ministerium und mutmaßlich auch ihm. Warum er da nicht deutlicher eingeschritten ist, warum es nur Gespräche gegeben hat zwischen seiner Staatssekretärin und dem jetzt ausscheidenden Generalbundesanwalt. Das ist die eine Ebene. Man wird auch sicher sich noch mal intensiv mit dem Bundesinnenministerium beschäftigen müssen und danach fragen, warum beispielsweise der Minister im Grunde gar nichts von dem ganzen Vorgang erfahren hat, warum aber das Ministerium auch da über eine Staatssekretärin dem Generalbundesanwalt offenbar signalisiert hat, man sei einverstanden mit diesem Verfahren, das zurückgeht. Und da ist der dritte jetzt im Spiel, den wir unbedingt noch nennen müssen, nämlich Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der ja durch seine Strafanzeige, die er gestellt hat, beim Landeskriminalamt hier in Berlin, die das dann weitergegeben hat an den Generalbundesanwalt, was er sich eigentlich dabei gedacht hat mit dieser Strafanzeige. Klar, er will sein Amt schützen vor Whistleblowern, vor Informanten, die Informationen rausgeben. Aber die Frage ist ja, warum nennt er dann gleich mal zwei Journalisten, die im Internet ein Portal gestalten und schreiben, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie für die informationelle Selbstbestimmung eintreten, die für den Schutz der Bevölkerung vor Übergriffen eintreten, dass gerade diese beiden als Zeugen benannt werden, weil sie nun zufällig auch diese Papiere da veröffentlicht haben. Also Hans-Georg Maaßen ist auf keinen Fall aus der Schusslinie. Sieht man auch in den Kommentaren heute ziemlich flächendeckend. Und dann gibt es noch einen vierten Mitspieler, das ist das Bundeskanzleramt, in dessen Einvernehmen die zur Ruhesetzung des Generalbundesanwaltes stattgefunden haben soll. Ja, davon können wir ausgehen. Da hat es ja gestern intensive Gespräche sicher auch gegeben. Alles ein bisschen schwieriger in dieser Urlaubszeit mit den Beteiligten in Kontakt zu kommen. Aber der Justizminister ist ja dann gestern, hat seinen Urlaub ja unterbrochen, hat dann wohl viel telefoniert im Laufe des Tages. Auch das Kanzleramt muss man natürlich, darf man in der Tat nicht vergessen, denn da gibt es einen Geheimdienstkoordinator, der im Bundeskanzleramt angesiedelt ist, Hans-Peter Fritzsche. Und auch da könnte man sich durchaus fragen, haben die eigentlich nicht mitgekriegt, was da im Gange ist und was sich da zusammenbraut? Denn dass die Presse Freiheit ein hohes Gut ist und dass es in diese Richtung diskutiert werden wird, wie es dann auch eingetreten ist. Das konnte man ein klein wenig absehen, finde ich. Zumal wir als Journalisten sagen müssen, dass die Veröffentlichung dieser Papiere sicherlich den Staat nicht an den Rande des Ruins gebracht hat. Jetzt sagen wir sind keine Juristen, aber wir haben ja mal reingeguckt, wir haben Teile zumindest davon gelesen und stellen fest, ein Papier, das die niedrigste Geheimhaltungsstufe hat, also auch von denen, die es erstellt haben, offenbar doch so eingestuft ist, dass sie es nicht als geheim, sondern als irgendwie als niedrigste Geheimhaltungsstufe einordnen, kann so dramatisch in der Tat nicht sein. Und wie gesagt, das ist die eine Ebene. Und zum Vorwurf des Landesverrats gehört ja eine zweite, nämlich die Absicht, dem Staat, in diesem Fall der Bundesrepublik, ernsthaft und massiv und böswillig schaden zu wollen. Das kann man nur diesen beiden Bloggern nun ganz und gar nicht unterstellen. Kurios am Rande, die kriegen ja heute einen Preis von der Initiative Deutschland, Land der Ideen. Das ist eine Initiative der deutschen Wirtschaft und der Bundesregierung. Und sie werden ausgezeichnet, ich lese es noch mal vor, der preisgekrönte Weblog prägt seit über 10 Jahren den netzpolitischen Diskurs in Deutschland und ist zu einer wichtigen Stimme in der Medienlandschaft geworden. So, und ausgerechnet diese beiden sollen dann sich des Landesverrats schuldig gemacht haben. Ist ein bisschen grenzwertig. Und da wahrscheinlich niemand so richtig Interesse hat, dass dieses Thema ewig kocht, wird es dann vielleicht doch bald zu den Akten gelegt. Nicht zuletzt, weil man den Nachfolger für Herrn Range schon gefunden hat. Diese scheint mir jetzt erstmal abgeschlossen. Die Fragen, die wir eben ja angesprochen haben, die werden sicher bleiben. Ich fürchte nur, dass wir keine Antworten drauf kriegen werden, weil spätestens 3-4 Wochen uns wieder mit Themen beschäftigen, wie der Griechenland-Krise mit möglicherweise neuen Hilfskrediten. Und dann bleibt das definitiv auf der Strecke. Ich bin allerdings auf der anderen Seite relativ sicher, dass die Beteiligten, insbesondere Beckedahl und Meister von eben diesem Weblog von netzpolitik.org, dass die weiter aufmerksam bleiben. Und die haben auch eine ganz andere und neue Aufmerksamkeit noch mal dazu gewonnen.
gewonnen, nämlich über die Blogger-Szene, über die Internet-Szene deutlich hinaus. Denen wird man möglicherweise etwas intensiver zuhören und vielleicht auch deren Seiten noch ein bisschen intensiver lesen als zuvor, hat Hans-Georg Maaßen möglicherweise in die falsche Richtung das Ganze angestupst. Bessere Werbemaßnahme können die beiden sich gar nicht wünschen eigentlich. Beide Sprecher der Opposition haben gefordert, eine Sitzung des Rechtsausschusses. Ist das realistisch? Ich rechne nicht damit. Es gab ja schon mal den Versuch in der vergangenen Woche, da hat die Linke beantragt, eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses angesichts der aktuellen Entwicklung in der Türkei und deren Eingreifen gegen den IS. Das wäre sicher ein brisanteres Thema gewesen und ein akuteres. Das ist vom Bundestagspräsidenten Lammert abgelehnt worden, diese Sondersitzung. Ich rechne nicht damit, dass das Ansinnen hier in diesem Fall der Opposition durchkommt. Wobei man natürlich sagen kann, wenn man nichts zu verheimlichen hat, wäre das der einfachste Weg, die Affäre aus dem Weg zu schaffen. Ja, nur ist sie erstmal durch den Personalwechsel aus dem Weg geschaffen, wie Sie sagen. Es wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Nachfragen geben und es wird auch noch ein wenig Kritik geben an den verschiedenen Vorgängen und an den Positionierungen der beiden Minister. Aber ich vermute mal, dass die Argumentation des Bundestagspräsidenten sein wird. Das können wir auch in den regulären Sitzungen im Rechts- und Innenausschuss dann ab September wieder regeln. Es laufen übrigens Meldungen, dass der Deutsche Journalistenverband die Einstellung der Ermittlungen gegen die beiden Blogger fordert. Es ist an anderer Stelle in unserer Berichterstattung schon gesagt worden, dass das Ermittlungsverfahren jetzt sicherlich auch keinen realistischen Hintergrund mehr hat. Die Vermutung haben ja auch Juristen zwischenzeitlich angestellt. Wir haben sie im ersten Beitrag ja auch gesehen. Ich vermute auch, dass es in diese Richtung gehen wird. Es ist ja ein Gutachten noch im Umlauf, das aus dem Justizministerium kommen soll. Sollte, glaube ich, bis Ende der Woche fertig sein. Das wird dann auch noch mal vorliegen. Der Bundesanwalt ist ja nicht nur eine Person, sondern eine komplette Behörde, die auch Bundesanwaltschaft genannt wird. Da gibt es eben nicht nur den Generalbundesanwalt, der hat auch noch Vertreter. Insofern wird da natürlich weitergearbeitet werden in dieser Zeit. Und da werden die entscheidenden Stellen und entscheidenden Personen auch mit den entscheidenden Informationen dann mutmaßlich jetzt beliefert werden. Und ich denke auch, dass wir in Kürze von einer Einstellung dieses Verfahrens hören werden. Der Nachfolger ist benannt, Generalstaatsanwalt in München, also aus Bayern. Ist das noch ein politisch geschickter Schachzug dazu? Es wird die CSU ruhig stellen. Sieht so aus, auch wenn wir von der CSU vergleichsweise wenig gehört haben in den vergangenen Tagen, hat sich da mal ausnahmsweise zurückgehalten. Was mir entscheidender scheint, ist, wie der zukünftige Generalbundesanwalt bewertet und eingeschätzt und charakterisiert wird. Da heißt es, er sei sehr belastbar, erfahren, unkompliziert im Umgang, ein Fachmann, den man überall hinstellen kann, so heißt es aus Justiz und politischen Kreisen. Einer, der mit seiner politischen Meinung sich sehr zurückhält, sich nie in eine Parteirichtung geäußert hat und von dem Selbstvertraute oder Selbstvertraute sagen über ihn, sie wissen gar nicht, ob er Mitglied einer Partei ist. Das kann an diesem Amt in dieser Situation so ganz und gar nicht schaden, denke ich. Wir als Journalisten können froh sein, dass das Thema Pressefreiheit mal wieder diskutiert wird, weil man gelegentlich doch schon gehört hat, Journalisten dürfen auch nicht alles. Wir dürfen nichts, was strafrechtlich relevant ist. Aber wir sind die Vertreter der Bevölkerung und können zur Aufklärung von Vorfällen beitragen. Diese Unterscheidung sollten wir auch schön pflegen, in der Tat. Das ist ja ganz am Anfang dieser Affäre auch aus christdemokratischen Kreisen betont worden, dieser Aspekt, dass man natürlich nicht alles veröffentlichen darf. Klar, wenn es um Ermittlungen geht und um konkrete Fahndungsmaßnahmen beispielsweise, sollten wir uns schön zurückhalten. Wenn es darum geht, wie beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz agiert, wenn es soziale Netzwerke intensiver als bisher ausspähen will, ausspionieren will, dann denke ich, sollte man da auch offen drüber reden. Abgesehen davon, dass man auch mutmaßen kann, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz genau solche Arbeiten macht. Aber wenn es sich dafür intern neu aufstellen will, wenn es da eine neue Strategie entwickelt, wenn es dafür auch vor allem Staatsgeld möchte, Steuergelder und mehr in seinen eigenen Etat, dann finde ich, sollte das nicht nur in internen und kleinen Kreisen diskutiert werden, sondern durchaus auch in größeren. Und dann, klar, dann sind wir wieder im Spiel. Was auch interessant ist, dass man einen ganz speziellen Blick gerichtet hat auf Journalisten, die ihre Ergebnisse lediglich im Internet veröffentlichten, also diese sogenannten Blogger, Weblogger. Aus diesen beiden Wortteilen setze ich das ja zusammen. Die sind immer so ein bisschen unterschiedlich eingeschätzt worden. Ich glaube, deren Tätigkeit und Aktivitäten haben in den vergangenen Tagen eine positive Bewertung gefunden,
positivere als bisher. Und Sie sind auch ein ganz wesentlicher Faktor, was auch nämlich noch mal ein Unterschied gewesen ist bei dieser Affäre, dass Netzpolitik.org diese Dokumente, die Ihnen zugespielt wurden, komplett ins Internet gestellt haben. Also man hatte nicht nur, wie es ansonsten durch bei Investigativjournalisten der Fall ist, dass es bewertet wird, beschrieben, man sieht Ausschnitte vielleicht und wird eingeschätzt, was man da bekommen hat. Hier konnte man sich wirklich selber ein Bild machen, 1:1 von den Papieren, die da im BFA im Umlauf waren und insofern, ja, BFV, pardon, insofern spannende Angelegenheit. Und es gibt einen zweiten Themenkomplex, der jetzt sicherlich diskutiert werden wird, inwieweit das politische Verhältnis zur Generalbundesanwalt tragfähig ist. Weisungsgebundenheit ist gegeben, aber man muss natürlich Grenzen definieren. Das ist eine offene Diskussion zur Stunde noch. Die wird auch sicherlich noch weitergehen. Ich vermute allerdings, da wird sich so furchtbar viel dann doch nicht ändern, denn das sind politische Beamte. Das hat durchaus Sinn und Verstand, dass sie in dieser Funktion agieren. Wir haben Gerhard Baum ja eben gehört. Ich glaube, das Entscheidende wird sein, dass dieser politische Beamte mit seinem Dienstherrn in einen engeren Austausch kommt. Und selbst wenn es schwierig wird, weil die Dienstherren, in gewisser Weise ist ja auch das Innenministerium Dienstherr dieses Generalbundesanwalts, weil ja die gesamte Linie der gesamten Bundesregierung vertreten soll in Sicherheits- und kriminalpolitischen Fragen, dass man sich da auch intensiver austauscht und dann möglicherweise schneller zu einem Ergebnis kommt, welche Ermittlungen angebracht sind und welche nicht. Das Thema wird uns zumindest die nächsten Tage noch erhalten bleiben. Für heute, Erhard Schärfer, herzlichen Dank.